Du hast mich gerufen. Heißt sonst noch jemand Florian? Nein, aber sonst rufst du mich immer Flori. Es hat sich ausgeflorit. War was? Ach, jetzt hör doch mal auf mit deinem blöden War was. Nein, wir heißen heute mal so. Ja, du heißt das so. Ich nicht. Ab heute auf jeden Fall nicht mehr. Ah. Hat einmal wieder jemand unseren Namen in den Dreck gezogen. Wer war das? Du? Wer war es denn diesmal? Schatz, das kann ich nicht wissen. Du hast doch gefragt. Ich möchte wissen, mit was für einer Schlampe du mich diesmal betrogen hast. Ach du meine Güte. Claudia, ich hab dich nicht betrogen. Lüg doch nicht. Ich lüg nicht. Wenn du nur einmal die Wahrheit sagen darfst. Nur ein einziges Mal. Claudia, bitte. Ich bin Politiker. Ach so? Dann gibt's was ich tue. Dann gibst du also zu, dass du berufsmäßig lügst. Yeah, das war doch unser kleiner Witz und das weißt du ganz genau. Ich mag nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr. Was will denn das heißen? Dass du ausziehst. Das hab ich aber gar nicht vorgehabt. Du ziehst aus. Ich will aber nicht. Ausziehen, hab ich gesagt. Ja, genau. Ja, das, so haben wir unsere Streitereien immer beendet, gell? Wir gehen jetzt miteinander ins Bett. Jetzt lass deine Hosen hoch. Es gibt keine Versöhnung. Du ziehst aus dem Haus aus. Ich will aber nicht. Gut, dann zieh ich aus. Wieso willst denn du das machen? Weil ich genug hab von deiner ewigen Lügerei. Claudia, jetzt lass uns halt einmal vernünftig miteinander reden. Schau her, ich weiß ja noch gar nicht, um was überhaupt geht. Ich mag nicht mehr reden. Wir haben schon viel zu viel miteinander geredet. Wenn ich ausziehe mit Sack und Pack, mir gehört doch von allem die Hälfte. Fast. Gut, dein Büro lasse ich dir ganz. Und von allem anderen gehört mir die Hälfte. Ja, 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 das bestreite ich ja gar nicht. Wenn also morgen der Möbelwagen vor der Tür steht und meine ganzen Klamotten und die Hälfte von den Möbeln da eingeladen werden. Sag mal, spinnst du jetzt? Dann weiß bald jeder in der Stadt, dass sich die Frau vom Bürgermeister scheiden lässt. Was redst denn du da? Ich hab so satt, von dir betrogen zu werden. Claudia, du hast mir versprochen, dass du mit deinen grundlosen Eifersüchteleien aufhörst. Und wir haben vereinbart. Wir haben gar nichts vereinbart. Doch, wir haben eine stillschweigende Vereinbarung gehabt. Jetzt nicht mehr. Du kannst nicht einfach unser Abkommen brechen. Kann ich schon. Ich hab das gesagt. Wenn du mich noch einmal betrügst, ist aus und vorbei. Ja, aber ich hab dich nicht betrogen, ich schwör's. Schwör doch nicht. Das wäre der Meinheit. Ich weiß ja noch nicht einmal, was du meinst. Das meine ich. Und das, was da reingehört. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jetzt frag doch nicht so blöd. Ah, ja, ja. Jetzt sehe ich es auch, ja. Das ist eine Augenbinde für Elefanten. Also doch. Immer wenn du was ins Lächerliche ziehst, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Ich hab kein schlechtes Gewissen. Was soll ich sonst sagen, wenn du mir dein BH vor die Nase hinhältst? Was? Mein BH? Mein BH? Da passt doch ich fünfmal rein. Dann solltest du beim Einkaufen besser auf die Größe schauen. Ich hab den nicht gekauft. Ja nicht. Ich hab ihn in deinem Auto gefunden. Da gehört er aber nicht hin. Nein, aber an das Weibstück, das ihn in deinem Auto liegen hat lassen. So ein Schmarr, das darf ich doch nie. Du hast ihn doch auch nicht liegen lassen, sondern dieses Fliegerl. Ich kenn kein Fliegerl. Und auch keine in dieser Größenordnung. Weißt was? Du kannst doch sagen, was du willst. Ich hab auf jeden Fall nur. Also, ziehst du jetzt aus? Keiner von uns zieht aus. Gut,
Dann geh ich. Claudia, jetzt bleib doch vernünftig. Schau her, da kannst du nicht einfach ausziehen wegen so einem Hirngespinst. Schau, in 2 Monaten sind Wahlen und ich hab die besten Chancen, dass ich wiedergewählt werde. Wenn du aber jetzt ausziehst. Das hättest du früher überlegen sollen. Ich hab dich gewarnt. Du kannst mich doch nicht verurteilen wegen einem fremden BH. Gott, ich hab ihn in deinem Auto gefunden. Mein Gott, das sagt doch gar nichts. Den kann man doch auch irgendjemand reingelegt haben. Was? Genau. Genau, den hat mir jemand in mein Auto reingelegt. Ja, du da will mich jemand in Misskredit bringen. Als Bürgermeister hat man nämlich nicht nur Freunde. Ach, ich will nichts mehr hören. Deine Ausreden sind bekannt. Es bleibt dabei, ich verlasse dich. Claudia, was muss ich denn machen, dass du die Sache noch einmal überlegst? Goldene Eier legen. Schau her, ich knie vor dir nieder. Ich flehe dich an. Ach, vergiss es. Ja. Wir müssen sofort die Leiche beseitigen. Was denn für eine Leiche? Oh, ist er nicht? Nein, er ist nicht. Aber ich hab's gewusst. Die Frau Stangelmeier geht über Leichen. Ja, was liegst du auch am Boden, wenn's keine Leiche bist? Putzt hat er nicht. Nein, ich hab grad meine Kontaktlinsen hab ich da grad gesucht, die ich grad verloren hab. Ja. Ach, du hast schon mal Kontakt mit dem Boden gesucht. Steht's so schlimm um deine Wiederwahl? Was hat denn das mit der Wahl zu tun? Nein, Kontaktlinse, hab ich gesagt. Ach, sag bloß du. Ja, dann weißt du das noch gar nicht. Was weiß ich denn? Ja, komm ich nur rechtzeitig oder bin ich spät? Rechtzeitig zu was? Eine wichtige Nachricht zum Überbringen. Ich hab nichts gesagt. Das ist deine Aufgabe. Dann ist gut. Herr Bürgermeister! Oje. Wenn du so anfängst, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Das trifft übertrieben gesagt zu. Es gibt einen zweiten Kandidaten für Ihren Sessel. Was? Ja. Wer ist es? Einer von Burger und Partner, der Clemens. Der hat's doch nicht, Olle. Einer von den größten Bauunternehmern weit und breit möchte Bürgermeister in unserer Stadt werden. Der soll sich doch um sein Unternehmen kümmern. Das macht doch hauptsächlich sein Partner, das weißt du. Ja, natürlich. Aber in Zeiten, wo an allen Ecken und Enden gespart werden muss, da kann der Burger Clemens überhaupt nicht Bürgermeister werden. So, und warum nicht? Weil wir dann als allererstes für ihn einen neuen Schreibtischsessel kaufen müssen. In den meinigen passt er nie und nimmer rein. Seine Frau hat einmal gesagt, wenn der Clemens ihn morgens anzieht, dann braucht er eine Baugenehmigung. Und? Haben wir ihm eine erteilt? Nein. Also, ab morgen lauft der nackt rum. So wie wir den kennen, wartet er nicht jahrelang auf eine Baugenehmigung. Ja, der fängt einfach schon mal an. Ja, das ist es ja. Der baut einfach und ich komm mich dann noch mit dem Regierungspräsidium rumschlagen. Und jetzt auch noch mit den Denkmalschützern. Im Geschäft haben sie mal gesagt, wenn der Clemens einen fahren lässt, dann gehen im Büro die Lichter aus. Siehst du das? Wenn der erst einmal Bürgermeister ist, dann gehen im Rathaus andauernd die Lichter aus. So eine Verschwendung. Aber schön gebaut hat er. Das muss man sagen. Das ist mir wurscht. Der hat ohne Genehmigung gebaut. Und ich lass mir von dem nicht länger auf der Nase rumtanzen. Nasen ist gut. Zwergnase sozusagen. Kunst am Bau nennt man sowas. Die Geschichte von Zwergnase, dargestellt an einem Erker mit goldenem Dach. Das ist keine Kunst am Bau. Das ist Verhöhnung der Obrigkeit. Also, okay. Jetzt hörst du aber auf. Alle Leute in der Stadt wollen, dass der schöne Erker bleibt. Ja, und ihr wollt ihn einfach abreißen lassen. Weil er ohne Genehmigung gebaut worden ist. Aus, Ende, Äpfel, Birnen, Amen. So, also ein Erker mit einem goldenen Dach. Wir sind doch nicht in Salzburg. Nicht Salzburg, Innsbruck. Hast du mir schon jemals eine gute Nachricht überbracht? Wenn's mir ein bisschen Zeit geben, dann fällt mir bestimmt was ein. Wie viel Zeit brauchst du da? Fragen's mich in einem halben Jahr. Miguel, fahr schon mal einen Wagen vor, ich komm gleich noch. Oi, weil der selbe dumme Spruch. Beate, liebe Beate,
Sei doch bitte so nett und begleit einen Michel zum Wagen. Weißt du, der findet den allein immer so schlecht. Ach du lieber Himmel, du bist ja richtig freundlich zu mir. Das heute nicht aus. Claudia, wie lange dauert das Gefecht? Kommst in einer halben Stunde wieder. Ist gut. Du hast ja der Beate gar nicht gesagt, um was es geht. Also nehme ich an, dass diese blöde Geschichte jetzt vergessen ist. Nix ist vergessen. Herr Bürgermeister! Haben Sie schon gehört, was passiert ist? Was ist denn passiert? Der Clemens Burger hat seine Kandidatur fürs Bürgermeisteramt eingereicht. Mein Gott! Kommt jetzt das ganze Rathaus zu mir und erzählt mir das. Ich hab bloß gedacht, Sie müssen das gleich wissen. Der Michel war schneller. Er war schneller? Ja, und Sie. Sie gehen jetzt wieder zurück ins Rathaus. Also, jetzt schrei doch die Susi nicht so an, die kann doch nichts dafür. Ja, natürlich nicht. Aber diesen Burger Clemens, den werde ich jetzt einmal ordentlich auf die Zehen steigen. Da muss ich ja nicht dabei sein. Tschüss, Claudia. Bitte. Kommst du morgen Abend? Ja, freilich. Morgen fange ich doch die Proben an für unser großes Konzert. Genau. Also dann, bis morgen Abend. Siehst du, du kannst nicht ausziehen, weil du singen musst. Ich kann auch ausziehen, wenn ich sing. Und ich sing auch, wenn ich ausziehe. Jetzt sag halt einmal vernünftig. Ich bin vernünftig. Ich hätte schon viel früher sein sollen. Ja, wir führen doch schon lange keine vernünftige Ehe mehr. Du bist den ganzen Tag unterwegs und wenn du heimkommst, dann verschwitzt du in dein Büro. Oh, das ist aber jetzt nicht fair von dir. Ja, du warst nämlich einverstanden, dass ich kandidiere für das Bürgermeisteramt, gell? Und du hast es genossen, die First Lady zu sein, hm? Ich hab's nicht genossen, ich hab's akzeptiert. Aber ich kann nicht akzeptieren, dass die du daheim bloß nur in dein Büro einsperrst. Ja, aber doch erst seit einem halben Jahr. Schau her, bald sind Wahlen, ja, und ich weiß, dass ich nicht ganz unumstritten bin. Das ist deine eigene Schuld. Ja, ich hab gewusst, dass es Gegenkandidaten gibt. Und da wollte ich mir heute ein kleines bisschen drauf vorbereiten. Und warum schließt du mich dann bei der Sache aus? Ich hab dir immer gute Ratschläge gegeben. Ja, deine Ratschläge, die waren nicht schlecht, aber halt meistens undurchführbar. Sie wären durchführbar gewesen. Aber du warst ja Zweig, dass du das durchziehst. Wenn ich an deiner Stelle wäre. Ja, das sagst du immer, ja. Aber da sieht man halt einmal, dass Frauen von Politik keine Ahnung haben. Von der Bundesregierung bis runter in die Kommunen gibt es überall Interessengruppen. Egal, was du machst, es gibt immer jemand, der dagegen ist. Ja, und genau drum steckt das ganze Land in Schulden. Politik orientiert sich doch halt nur noch an Meinungsumfragen und an der Stärke von Interessengruppen. Wir haben keine Politiker mehr mit Mumm. Ja, schon nach dem ersten Anrennen an diese Betonköpfe geben sie auf und verzetteln sich in winzigere Förmchen, die alles bloß noch schlimmer machen. Ja, du hast leicht reden. Du musst dir deinen Kopf nicht hinhalten. Ja, und ich halte jetzt auch meinen Kopf nicht mehr hin für deine Eskapaden. Claudia, jetzt glauben wir es halt. Ich kenne den nicht. Und den Inhalt, den kenne ich erst recht nicht. Grüß euch, gut miteinander. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Oh mein, was heißt schon ungelegen? Ja, ich mein bloß, wegen dem Ding da. Hm. Ich hab gar nicht gewusst, dass du sowas brauchst. Natürlich brauche ich sowas. Ja, ich hab doch schon so gewartet auf dich. Oh, da kommst du leider ein bisschen spät. Ich hab mich gestern erst dazu entschlossen, in Zukunft auf so ein Ding zu verzichten. Du, der Burger Clemens kandidiert für den Bürgermeistersessel. Die halbe Stadt weiß das schon. Aue! So weit hat sich das schon umgesprochen. Wieso macht denn der das? Ist der nicht ausgelastet? Er sagt, es muss bei uns in der Stadt einmal endlich was passieren. Du weißt genau, was den schmerzt. Wenn ihm was weh tut, dann soll er zu einem Doktor gehen. Ich kann ihm da nicht helfen. Ja, siehst du, drum kandidiert er ja. Wenn er Bürgermeister ist, dann kann er sich selber helfen. Verdammt nochmal, wie oft habe ich denn das schon gesagt? Ich kann mich in der jetzigen Situation nicht mit dem Regierungspräsidium anlegen. Herrschaft Seibert, stell dich doch nicht so an. Du brauchst dich doch bloß dafür einsetzen, dass er den Ärger, für den du am Anfang deine Zustimmung signalisiert hast, nicht wieder abreißen muss. Ja, das sagt doch ich schon die ganze Zeit. Ja. Er hat aber ohne Genehmigung gebaut und damit passt er. Ja, es bringt wohl nichts, wenn wir jetzt weiter diskutieren. Da hast du vollkommen recht. Überhaupt,
Was redst denn du eigentlich? Deine Fraktion war doch einstimmig dafür, dass ich mir von dem nicht mehr länger auf der Nase rumtanzen lasse. Nicht einstimmig? Ich habe die Mitstimmen dürfen. Ja, natürlich nicht. Weil du als Mitarbeiter von der Firma Burger Bau GmbH befangen bist. Ja, aber jetzt ist die Sache ganz andere. Ja, keiner aus unserer Fraktion war begeistert, wenn der Burger Clemens jetzt Bürgermeister werden darf. Und ich schon gleich gar nicht. Ich muss mit der Firma mit dem schon nur rumjagen. Das muss ich nicht auch in meiner Freizeit machen. Warte mal. Den werde ich schon an die Leine legen. Mit was? Mit dem TikTok vielleicht. Oder ziehst du den jetzt so? Na, den da. Den hänge ich da hinten hin und füll ihn auf mit Wählerstimmen. Links kommen die vom Clemens rein und rechts die meinigen. Du weißt doch, was man über einen BH sagt? Na, du, da kenne ich mich nicht so aus, wie du weißt, in diesen Dingen, da bin ich leider nicht so bewandert. Alter, er stützt die Kleinen und hält die Massen zusammen. Ich fürchte bloß, dass er halt beim Clemens nicht voll zum Stützen hat. Und die Massen auf meiner Seite, die wird er kaum bewältigen können. Aha. Du willst also damit sagen, dass der Burger Clemens nicht die geringste Chance hat? Nein, nicht so viel. Siehst du, das sieht unsere Partei ein bisschen anders. Du kennst doch den Spruch von Clemens. Der sagt immer, in der Bürokratie bei uns in Deutschland ist das Wort Vernunft ein Fremdwort. Dafür stolpert man in fast allen Amtsstuben über das Wort Starrsinn. Gell? Starrsinn, so ein Blödsinn. Nicht bei uns im Rathaus. Ich mach doch wirklich alles. Ob das bei uns so ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn sich der Clemens das zu seinem Wahlspruch macht, dann hat er die Wähler auf seiner Seite. Übrigens, was den Erker mit dem goldenen Dachl betrifft, da hat er sich auf seiner Seite. Wartner, Wetten, ich krieg den so weit, dass der seine Kandidatur wieder zurücknimmt? Der hat doch keine Ahnung, was die Kunst eines Politikers ist. So, und was ist das? Die Kunst eines Politikers ist es, den Hund so lange zu streicheln, bis der Maulkorb fertig ist. Oh. Florian, wenn du das fertig bringst, dass der Clemens seine Kandidatur wieder zurücknimmt, dann bist du wirklich ein großer Politiker. In der Indianersprache heißt Politiker, ich nehme den Mund oft zu voll. Huck, ich habe gesprochen. Ich gehe jetzt wieder. Nicht, dass meine Frau kommt, ich möchte dir nicht begegnen. Wir mengen uns heute nicht recht, wisst ihr? Was Sie wetten, dass ich das schaffe? Und wenn nicht, dann bekämpfe ich die zwei bis aufs Blut. Dann machst du doch die zwei erst recht zum Feind. Warum probierst du es denn nicht einmal mit ein bisschen mehr Diplomatie? Ich hab schon lang nur mit Diplomatie probiert. Aber irgendwann kommt auch einmal der Zeitpunkt, da wo es mir nicht mehr gefällt. Jawohl. Das ist nicht das erste Mal, dass der ohne Genehmigung einfach angefangen hat zum Bauen. Und ich kann es mir nicht mehr leisten, dass ich mir von dem länger auf der Nase rumtanzen lasse. Ja, warum denn nicht? Wenn du den Takt angibst? Das verstehst du nicht. Ach. Politik ist Männersache. Männer regieren die Welt. Und Frauen die Männer. Ja. Ach du meine Güte, bist du schon wieder da? Ja. Die halbe Stunde, die ist noch nicht vorbei. Claudia, Claudia, hast du es schon gehört? Hast du es schon gehört? Ja, wir wissen es. Der Burger Clemens kandidiert für das Bürgermeisteramt. Das ist uns bekannt. Und die halbe Stadt weiß es auch. Und weil Sie so laut schreien, weiß es jetzt der Rest von der Stadt auch noch. Ja, aber die Neuigkeit, das ist doch keine Neuigkeit mehr. Das ist doch Schnee von gestern. Es ist ja noch viel was Schlimmeres passiert. Es ist das eingetroffen, was du vermutet hast. Ja, der Kozlowski hat einen Löffel geschmissen. Gestorben? Nein, vor meine Augen hat er seinen schönen Dirigentenstab zerbrochen und gesagt, dass er das nicht schafft. Die Musik und die Lieder, die wir ihm ausgesucht hätten, die wären zu anspruchslos. Das unterfordert seine schöpferische Schaffenskraft. Aber das geht doch nicht. Er kann doch nicht einfach alles so hinschmeißen. Schon allein wegen deiner beiden Solos nicht. Du singst einfach spitze. Ich hab doch auf ihrem Ei geredet, wie auf einen kranken Gaul. Schluss, aus, hat er gesagt. Ich kann und ich will nicht mehr. Das habe ich mir fürchtet. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich will das Konzert. Wir alle wollen das Konzert. Bloß unser Dirigent nicht. Wo liegt denn eigentlich das Problem? Ja? Fragt doch einfach einmal mich, ob ich mit ihm rede.
Ich bin der Einzige, auf den er hört. Ja, freilich. Ja, da hat er recht. Du bist ja wirklich der Einzige, der weiß, wie man mit unserem Sensibelchen umgeht. Ja, du musst mit ihm reden. Natürlich mache ich das. Ja. Nachher, weil jetzt reden wir zwei miteinander. Ach. Wisst ihr was? Überlegt euch ihr doch schon einmal, welches Lied oder welches Gesangstück, das man austauschen oder weglassen kann, damit er später leichter hat beim Ja-Sagen. Ja, zu Florian, es gibt keinen Grund, dass du auszirkst. Mehr denn je. Was? Ich hab gesagt, mehr denn je. Claudia, du kannst nicht ausziehen und dafür gibt's mehrere Gründe. Ach. Schau her. Erstens, weil bald die Wahlen sind. Mhm. Zweitens, wegen deinem Konzert. Drittens, weil du gebraucht wirst. Und viertens, weil ich dich nur genauso gern hab wie damals vor 18 Jahren. Und ja, und weil ich wirklich nicht weiß, wie dieser BH da in mein Auto reinkommt. Siehst du das? Jetzt hast du es sogar mal selber ausgesprochen. Ich komm bei dir erst an vierter Stelle. Seit du Bürgermeister bist, komm ich bei dir erst an dritter oder an vierter Stelle. So ein Schmarrn. Du warst immer der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja, wenn du mich braucht hast, dass ich für deine politischen Freund koch, dass ich dein Wäsch wasch, ein Haushalt in Ordnung bring und auf Veranstaltungen und Empfängen repräsentiere. Na, wenn du mich jetzt einmal an erster Stelle genannt hättest, dann hätte ich mir es vielleicht sogar noch überlegt. Aber so bleibt es dabei. Wir trennen uns. Das kannst du nicht machen. Aber gut, wenn's dich beruhigt, ich zieh nicht aus. Gott sei Dank. Ha, endlich wärst du vernünftig. Wir teilen das Haus. Wie bitte? Wir teilen das Haus. Wir teilen. Wir teilen doch das Haus schon immer miteinander. Ja, eben. Miteinander. Ab sofort teilen wir das Haus auf. Die rechte Seite, die gehört mir. Da steht ja auch mein Schreibtisch. Und die linke Seite, die gehört dir. Da hast du ja auch dein Büro. Und durch die Mitten von dem Zimmer, da ziehen wir einen dicken weißen Strich. Und über den darf dann keiner drüber. Das ist nicht dein Ernst? Und ob das mein Ernst ist? Und jeder, der ohne meine Genehmigung in meinen Teil von der Wohnung kommt, dem hau ich persönlich mit dem Hammer auf die Zehen. Ha. Wusstest du vielleicht, dass jeder Besuch von mir mit einem Entenfuß rumsaust? Da in die Mitte, da kommt dann ein Balken, dann hat jeder seinen eigenen Eingang. In meinen Teil von der Wohnung darf man dann nur durch diesen Eingang. Das gilt übrigens auch für dich. Sag mal, spinnst du jetzt? Das ist ja noch viel schlimmer, als wenn du ausziehen darfst. Tja, willst du, dass ich ausziehe? Nein, ich will weder das eine noch das andere. Ja, dann wirst du die Teilung in Kauf nehmen müssen. Aber das spricht sie ruckzuck in der Stadt rum. Freilich. Aber ich gebe dann eine Erklärung ab, die jeder in der Stadt akzeptiert. Was für eine Erklärung? Das sage ich dir, wenn es soweit ist. Los. Sag mal, was machen denn die Schirner da? War da grad was? Claudia, was machen die Schirner da an der Wand? Ah, eine männliche Stimme. Wenn er was von mir will, dann wird er schon rüberkommen. Auf dem richtigen Weg. Ich möchte wissen, was das soll.
Ich möchte wissen, was das soll. Claudia, so geht es nicht. So geht das nicht. Du hast nicht anklopft. Treib's nicht zu weit. Wer nicht anklopft, wird behandelt, wie wenn er die weiße Linie übertreten hat. Ich sieg niemand. Geh, ich denk doch gar nicht dran. Wieso soll ich in meinem eigenen Haus anklopfen? Ich kann auch ausziehen, wenn dir das lieber ist. Dann hast du das ganze Haus für dich allein. Also gut. Herein, bitte. Aber dein Wut kannst draußen lassen. Wenn ihr Wut habt, dann geh ich in die Küche und zertrümmere Walnüsse. Ja, dann machst du es zuerst und dann kommst wieder. Claudia, die Schilder kommen weg. Die Schilder bleiben dran. Die Schilder kommen weg. Die Schilder bleiben dran. Schau, schau, wir machen uns doch, in der ganzen Stadt lächerlich. Ja, ich hab dir doch gesagt, dass ich dann eine Erklärung abgib. Was für eine Erklärung? Das sag ich dir, wenn's soweit ist. Wann? Das sag ich dir, wenn's soweit ist. Ich will's aber jetzt wissen. Ich sag das, wenn's soweit ist. Du wiederholst dich. Du zwingst mich ja dazu. Also für das, was du da veranstaltest, gibt's überhaupt keine vernünftige Erklärung. Lass dich überraschen. Und jetzt wäre ich dir wirklich dankbar, wenn du wieder in deine Wohnungshälfte rübergetatzt. Ich muss nämlich arbeiten. Ja. Du hast mich zwar aus dem Schlafzimmer hinausgesperrt, aber darf ich wenigstens noch aufs Klo gehen? Du hast schon wieder nicht angeklopft. So gut. Herein, bitte. Ist es gestattet, dass ich aufs Klo gehe? Das kann ich gerade noch erlauben. Danke, wirklich sehr nett von dir. Sag mal, was mache ich eigentlich, wenn ich klopf und du sagst nicht herein? Dann machst du den Tosen. Das sind ja tolle Aussichten. Es fällt ihm nur schwer. Aber ich denke, er ist lernfähig. Wir schaffen das schon. Es ist kein Handtuch am Klo. Ja, dann holst du deine Hände zum Fenster raus, dann trocknet's auch. Ist bloß gut, dass ich kein Sitzbad genommen hab. Das wäre nicht so schlimm. Die Leute hätten die trotzdem grüßt. Soll das vielleicht heißen, dass die ganze Stadt den nackerten Arsch vom Bürgermeister kennt? Welcher nackerte Hintern soll denn sonst sein im Haus vom Bürgermeister? Und jetzt lass mich bitte arbeiten. Ja, ist ja schon gut. Sag einmal, kannst du mir vielleicht noch verraten, wie lange dieses Theater da dauern soll? Das hängt ganz von dir ab. Was muss ich denn machen, dass das Zeug noch verschwindet? Bitte, sag jetzt bloß nicht, ich soll goldene Eier legen. Okay, wer sagt denn sowas? Mach die unsichtbar. Du willst also nicht. Über was beklagst du denn eigentlich, ha? Das hast du dir alles selber eingebrockt. Ich hab mir überhaupt nichts eingebrockt. Irgendjemand hat mir einen BH in mein Auto reingelegt, ja? Ja, aber das glaubst du mir ja so nicht. Du hast mir gefallen? Jeden. Zieh dir was an. Wo gehst du hin? Das sag ich dir, wenn ich wieder zurück bin. Sauber. So weit sind wir schon, dass man mir nicht mehr sagt, wo man hingeht. Dabei kann ich überhaupt nichts dafür. Bin so unschuldig wie ein kleines Kind. So, aber über die Linie, da gehe ich drüber, wann ich will, wie ich will und so oft ich will. Ha! So, und die Schilder. Die Schilder, die kommen jetzt weg. Alles reiße ich runter. Ja, aber nicht bei mir. Okay, komm, wir reden von dir. Sie schauen mich so an und Sie schauen so aus. Wie schaue ich aus? Nicht wie ein Bürgermeister. Ich schaue immer aus wie ein Bürgermeister, ist das klar? Das denken Sie bloß, weil Sie sich noch nicht gesehen haben. Ist jetzt soweit. Was ist soweit? Sind Sie jetzt so verwirrt, dass Sie den Weg zu Ihrer Frau nicht mehr finden? Und wenn Sie da sind, dann finden Sie nicht mehr zurück. Mein Gott, bist du witzig. Da fehlt noch ein Schild. Ausgang. Und bei dir fehlt was in deinem Kopf. Und da fehlt noch ein Schild, nach dem Aufstehen anziehen. Du bist entlassen. Ja. Lass heute aus, da. Ja, das wäre jetzt die
21. Entlassung. Das nächste Mal nehme ich das Angebot an. Sag mal, was machst denn du da? Ich wollte Ihnen gerade eine Schnapspraline anbieten. Ja, brauchst du eine Schnapspraline? Ich brauche ein Frühstück. Essen's lieber die Praline und trinken's viel Schnaps. Dann vertragst du die Nachricht besser. Ich hab's geahnt. Hast du mir eigentlich schon jemals eine gute Nachricht gebracht? Also, raus damit. Der Meindl Herbert hat sich einen Fuß gebrochen. Was? Der konnte doch nicht einfach am Fuß bringen. Ist schon passiert. Ich soll ausrichten, es ist in Ausübung seiner Pflicht passiert. Aha. Ist er beim Nachmittagsschlaf vom Bürostuhl gefallen? Na, abends beim Fußballtraining. Der Schaller hat richtig zugelangt und dann hat's beim Meindl kracht. Ja, sag mal, dabei spinnt denn der, ha? Der Stadtbaumeister hat unseren Kämmerer um. Ist denn da ein Krieg ausgebrochen? Sie haben doch selber angeordnet, dass Sie trainieren sollen. Sie wollten doch ein Fußballspiel Stadtverwaltung gegen Stadtrat. Digga, die Krücken vom Stadtrat brauchen wir doch eigentlich gar kein Training. Die haben wir doch locker an die Wand. Digga, die haben wir doch schon gewonnen, bevor wir überhaupt auf den Platz gehen. An Meindl Herbert können wir jedenfalls abschreiben. Der Dr. Hemmel hat ihn 6 Wochen krank geschrieben. Was? Da wäre das ein Test. Mein Lieber, du, dem werde ich helfen. Dem werde ich helfen. Weißt du was? Du gehst jetzt und bringst ihm nach und nach alle seine Akten nach Hause. Ja, weil wenn sie nämlich pflichtbewusst den Fuß brechen lässt, der kann auch pflichtbewusst die Schulden der Stadt daheim verwalten. Den großen Schuldenberg kann er vielleicht in den großen Räumlichkeiten vom Rathaus verwalten, aber nicht in seinem kleinen Haus. Du tust, was ich dir gesagt hab. Mei, sind Sie halt wieder mies drauf. Haben Sie schlecht geschlafen? Ich hab da auf dem Sofa geschlafen. Keine Sau kann da gut schlafen. Ich kann überall gut schlafen. Ein Pferd kann sogar im Stehen schlafen. Besonders das, auf das du gesetzt hast. So könntest du es jetzt auch wieder nicht sagen. Hinter dem Pferd, auf das ich damals gesetzt habe, waren immerhin noch 5 andere. Und die waren bereits vom nächsten Rennen. Hast du mehr schlechte Nachrichten für mich? Wenn ich ins Rathaus gehe, könnte ich vielleicht noch welche mitbringen. Untersteh dich. Michel, fahr schon mal einen Wagen vor, ich komm gleich noch. Wie wär's einmal mit einem anderen Spruch? Erst wenn du mir eine gute Nachricht bringst. Ich werde mich bemühen. Herr Bürgermeister! Oh, langsam, langsam, was wollen denn Sie schon wieder da? Er ist schon wach. Es gibt Neuigkeiten und die wissen Sie noch nicht. Verdammt noch einmal, was soll denn das eigentlich? Wir haben eine nickelnagelneue Telefonanlage im Rathaus. Wieso benutzt die kein Mensch? Ich wollte Ihnen die Nachricht persönlich überbringen. Was für eine Nachricht? Eine gute oder eine schlechte? Beides. Eine gute und eine schlechte. Nur die gute. Schlechte Nachrichten vertrage ich halt nicht. Für die bin sowieso ich zuständig. Für was halte ich mir eigentlich einen Büroboten, wenn man der nur schlechte Nachrichten überbringt? Wieso bringt mir mein Bürobote niemals eine frohe Botschaft? Weil ich erstens nicht der Weihnachtsmann bin und zweitens nicht gebären kann. Also, die gute Nachricht? Haben Sie die Orientierung verloren? Das ist keine gute Nachricht, das ist eine Unterstellung. Ich hab bloß gedacht wegen die Schilder. Denk nicht, mach das, was du am besten kannst. Reden. Denken überlasst man dem Bürgermeister. Von Ihnen kann ja nichts anders kommen. Ja. Der Clemens Burger hat seine Kandidatur zurückgenommen. Was? Was, einfach so? Einfach so. Er hat vorhin angerufen und gesagt, dass er seine Kandidatur sofort wieder zurückzieht. Siehst du das? Das nenn ich einmal eine gute Nachricht. Ja, nimm da mal ein Beispiel drauf. Sowas sagt mir niemand. Haben Sie seinen Anmeldungszettel gleich zerrissen? Ich hab mir gedacht, dass Sie das selber machen möchten. Mei, mit dem größten Vergnügen. Ja, schau nicht so blöd. Die schlechte Nachricht sagst du erst mir. Von mir ist er schon gewohnt. Oh, ich glaube, jetzt hab ich's kapiert. Was?
Es hat gar nichts mit Orientierungsverlust zu tun. Was redst du denn jetzt weiter? Sie wissen schon, was ich meine. Was weiß ich? Die schlechte Nachricht. Ich weiß gar nichts. Aber der Schilderwald. Was haben denn die Schilder mit der schlechten Nachricht zu tun? Die schlechte Nachricht bin ich. Gott sei Dank, dass du kommst. Sag's ihr lieber selber, ich bin doch nicht die Richtige. Nein. Meine Frau hat ihr Kontingent an schlechten Nachrichten für heute schon voll und ganz ausgeschöpft. Du hast es nicht richtig verstanden. Ich bin die schlechte Nachricht. Ich habe gerade eben meine Kandidatur eingereicht. Ich kandidiere gegen dich. Sag mal, hast du jetzt deinen Verstand verloren? Na, im Gegenteil. Mir ist ein Licht aufgegangen. Und ich habe den Anstoß gegeben. Ja, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Du hast ja überall deine Finger drin. Was sagt denn da der Mann dazu? Der redet im Moment nicht mit mir. So, wundert dich dieser, hä? Wo ist er denn jetzt? Daheim und bockt. Ohne dich? Um eine beleidigte Leberwurst zum Spulen, da braucht er mich nicht. Aber ich brauch ihn. Wenigstens einer, der auf meiner Seite ist. Aber das mach doch ich schon. Du bist mein Bürobote und du musst auf meiner Seite stehen. Lassen Sie sich nichts einreden, Sie müssen gar nichts, gell? Bloß keinen Streit vermeiden. Nicht über die weiße Linie gehen. Oh, den Ton kenn ich. Hier steht ab sofort eine Wand. Was? Wieso? Sagen Sie mal, sehen Sie das nicht? Hier steht eine Wand. Natürlich ist da eine Wand. Da ist eine Wand. Bravo, Michael. Ja. Ich sehe schon, wir verstehen uns ausgezeichnet. Wenn ich erst einmal Bürgermeisterin bin. Ach, waren Sie das nicht schon immer? Wer ist hier Bürgermeister? Ja. Sie natürlich, Herr Bürgermeister. Aber eigentlich. Ja. Ich hab's. Was denn? Dein Wahlmotto. Pass auf. Umleitung. Ja, der Umweg ist das Motto. Ich kann da jetzt nicht folgen. Auch nicht über den Umweg. Pass auf, Claudia. Dein Wahlmotto lautet: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine kluge Frau. Also, wieso dann erst der Umweg? Mensch, Beate, ja, das ist ja die Idee. Ja, du, das ist die beste Idee, die du je gehabt hast. Das ist überhaupt keine Idee. Ja. Aber halt. Weil nämlich jetzt der Spaß ein Ende hat. Alles hat irgendwann einmal sein Ende. Ich glaube, du hast das immer noch nicht ganz begriffen. Ha? Susi, sag's ihm doch du. Sag ihm, dass ich meine Kandidatur bei dir schriftlich abgegeben hab. Sie hat das ja keine... ist mir wurscht. Claudia, du kannst nicht Bürgermeister werden. Politik ist was für Profis. Politik kann man lernen. Du hast das doch auch gelernt, dank meiner Hilfe. Und ich lerne das schneller, wie du denkst. Gut, ganz wie du willst. Dann mache ich jetzt diesem Spuk eigenhändig ein Ende. Ich gehe jetzt ins Rathaus und zerreiß diesen Zettel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und drum habe ich von meiner schriftlichen Eingabe 10 Kopien gemacht. Außerdem habe ich schon die Presse informiert. Sag einmal, spinnst du jetzt komplett? Ich war noch nie so normal. Claudia, du kannst nicht Bürgermeister werden, weil ich schon Bürgermeister bin. Trinken's das, Herr Bürgermeister. Dann erkläre es Erna. Wenn die Frau Bürgermeister Bürgermeisterin wird, dann sind ja Sie, Herr Bürgermeister, nimmer Bürgermeister. Glaubst denn du, ich bin blöd? Darüber darf ich mir kein Urteil erlauben. Du bist entlassen. Die Entlassung muss ich annehmen. Es wäre jetzt die 22. Claudia. Schau her, ich habe die besten Chancen, dass ich wiedergewählt werde. Der Clemens Burger, der hat gerade seine Kandidatur zurückgenommen. Ja, und warum meinst du, dass er das gemacht hat? Das ist doch vollkommen egal. Nein, das ist nicht egal. Er hat es zurückgenommen, weil ich mit dem Clemens Burger und seinem Partner geredet habe. Ich habe ihnen einen vernünftigen Vorschlag gemacht und habe versprochen... Du kannst überhaupt nichts versprechen, weil du nämlich nicht Bürgermeister bist. Noch nicht, aber bald. Ja,
Und sie wird's. Da kannst du drauf verlassen. Mein Gott, meine Frau ist größenwahnsinnig. Ich halte es nicht mehr aus. Moment, Herr Bürgermeister. Kann ich noch kurz Ihren Wagen haben? Was, schon wieder? Sie haben doch erst vorgestern gehabt. Meiner ist immer nur in der Werkstatt und ich muss noch was für meine Mutter abholen. Schau dir vollkommen aus. Brauch mein Auto halt selber. Du kannst meinen haben, Susi. Das geht ja gleich gar nicht, gell? Du leist meiner Sekretärin nicht dein Auto. Wenn sie eins kriegt, dann meins. Ja. Also, einer halben Stunde steht der Wagen auf meinem Parkplatz vorm Rathaus, verstanden? Danke, Herr Bürgermeister. Danke. Herr Bürgermeister? Du bist entlassen. Ich hab grad nachgeschaut. Hm? Die 7. Kündigung haben sie im Vollrausch ausgesprochen. Die gilt nicht. Hm. Sie haben also noch eine Chance. Claudia, wenn du Bürgermeisterin bist, dann übernimmst du. Er ist zwar vorlaut und er redet viel. Und er hat ein phänomenales Talent, schlechte Nachrichten zu überbringen. Aber hat Humor und ist absolut loyal. Ja, also, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Noch bin ich nicht Bürgermeisterin. Oh Gott, hoffentlich mute ich mir da nicht so viel zu. Wenn ich verliere, dann bin ich erledigt. Jetzt red doch keinen Schmarrn. Erstens verlierst du nicht. Und zweitens, falls du verlierst, wohlgemerkt, falls. Ja, dann ist doch alles so wie vorher. Aber nicht mit dem Florian. Herr Bürgermeister. Weißt du, was du bist? Du bist unmöglich. Hm? Also das können Sie jetzt auch wieder nicht sagen. Und weißt du, was ich dir jetzt sag? Sagen's lieber nichts, Herr Bürgermeister. Du bist doch gar nicht gefragt. Also das sagt jetzt überhaupt nichts. Du bist entlassen. Also das lasse ich mir nicht mehr oft sagen. Oh. Was sagen Sie jetzt dazu? Hoffentlich war dir meine Antwort nicht so ausführlich. Spannst du das jetzt? Nicht mit dem Florian. Erst recht mit dem Florian. Schau, Claudia. Mit deiner Kandidatur hast du erreicht, dass der Clemens Burger seine Zurückzug hat. Und ich wette, dass sich sonst niemand mehr meldet. Ein Außenstehender hat doch nicht die geringste Chance. Claudia, verlieh jetzt bitte nicht deinen Mut. Ich glaube, du hast recht. Claudia, wir haben's. Oh. Au! Oh. Was ist denn da passiert? Du bist gegen einen Balken gerannt. Oh, ja, aber da war ja noch nie ein Balken. Jetzt schon. Und warum? Was siehst du da? Ein Schilderwald. Und was ist das? Ein weißer Strich. Falsch. Hier steht eine Wand. Ja. Eine Wand? Ja. Freilich, eine Wand. Ja, toll. Ich wollte nämlich schon immer mal durch eine Wand gehen. Ab sofort darf niemand mehr über diese weiße Linie gehen. Mein Mann und ich, wir haben das Haus aufgeteilt. Ja. Die Hälfte da drüben kehrt mir und die Hälfte kehrt mein Mann. Aha, hat er was angestellt? Das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Claudia kandidiert gegen ihren Mann. Ja, sie will Bürgermeisterin werden. Was? Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Hast du was dagegen? Dagegen? Ja, warum soll denn ich dagegen sein? Ich bin dafür, absolut dafür. Die halbe Stadt ist der Meinung, dass die Claudia ja eh die eigentliche Bürgermeisterin ist. Ja, komm, jetzt übertreib aber nicht. Ich übertreib doch da nicht. Die halbe Stadt weiß, dass du kräftig mitregierst. Ja. Da war kein Wunder. Du verstehst da was davon. Du hast ja schließlich Betriebswirtschaft studiert. Genau. Und drum kommst du gerade recht. Jetzt pass auf. Moment. Wieso bist du eigentlich gekommen? Das hab ich jetzt glatt vergessen. Also eine Nachricht, die hat mir jetzt umgehaut. Also gut, dann gehen wir jetzt in meine Wohnungshälfte rüber. Vielleicht fällt's dir dann wieder ein. Bin schon da. So, komm mal hin. Hast du jetzt nicht gehört, was ich gerade gesagt hab? Keiner darf über diese weiße Linie gehen. Das ist mein Ernst. Ich hab mich von meinem Mann getrennt, von Tisch und Bett, bis die Wahl vorbei ist. Na gut,
Geh ja schon. Oh. Scheiß Balken! Ha! Jetzt weiß ich wieder, warum ich gekommen bin. Der Kozlowski macht doch weiter. Ja, aber er hat zwei kleine Änderungen als Bedingung. Was? Die zwei Solos von der Claudia bleiben aber. Ja, er möchte ja nur zwei von den einfachsten Volkslieder rausnehmen und dafür zwei künstlerisch anspruchsvolle Werke singen. Mein Gott, na, er muss doch nicht singen, wir singen. Er braucht ja bloß dirigieren. Ja, das ist ja sein Problem. Er sagt, das halten meine Nerven nicht mehr länger aus, wenn ihr wochenlang anders singt, als ich dirigiert. Da reden wir nur drüber. Aber jetzt brauchen wir erstmal einen Werbefachmann. Ja, ich bin Werbefachmann. Ja, drum sag es doch. Die Claudia braucht eine Werbekampagne. Also, eine Werbekampagne für deinen Wahlkampf? Ist das wirklich dein Ernst? Und ob das mein Ernst ist? Eine Werbekampagne. Eine richtige Werbekampagne. Ja, aber sowas wollte doch ich schon immer mal machen. Ja? Claudia, ich bin dein Mann. Du sollst aber nicht mein Mann sein, sondern bloß die Werbung für meinen Wahlkampf in die Hand nehmen. Für dich nehme ich alles in die Hand, egal was. Oh. Sonst nichts, bloß die Werbung. Über die Bezahlung reden wir dann später. Also Bezahlung, das mache ich natürlich umsonst. Oh. Aber eine kleine Bitte hätte ich noch an dich. Also wenn du dann noch mal Bürgermeisterin bist, möchte ich dich jeden Tag besuchen. Aha. Obwohl ich dann natürlich nie bis zu dir vorkomme, weil ich dann immer im Vorzimmer hängen bleibe. Ach so. Sag bloß, du bist in Susi verknallt. Eine ganze Weile schon. Im Moment hat sie halt leider wenig Zeit, weil ihre Mutter krank ist und sie muss sich halt um sie kümmern. Ja, dann seid ihr so richtig zusammen. Eigentlich schon. Wir wollen es bloß noch nicht an die große Glocke hängen. Aber das ist doch super. Dann ist ja die Sekretärin von deinem Mann auch schon auf unserer Seite. Ja. Claudia, du hast schon gewonnen. Hoffentlich kommt der Michel bald mit meinem Frühstück. Aber ohne Hiobsbotschaft. Ich hab Hunger! Ja, natürlich. Die gnädige Frau ist bei der Freundin zum Frühstück. Ich bin das machen dort. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Einmal eine gute Nachricht. Nur einmal. Ich habe eine gute Nachricht. Hm? Meine Mama fährt in Kur. Das ist eine gute Nachricht für dich. Wo bleibt meine? Jetzt kommt die schlechte. Ich will nichts hören. Ich muss Sie warnen, der Leberkäse ist nur warm und fettig. Das ist nicht gut auf leeren Magen. Das ist mir wurscht. Sie sollten zum Frühstück lieber Obst und Rohkost essen. Ich hab schon so viel Karotten gegessen, dass mir die Stahlhasen einen Krieg erklärt haben. Ach, darum haben Sie einen Mannequin-Piss im Garten aufgestellt. Als Abschreckung für die Hasen. Ich hab keinen Mannequin-Piss im Garten. Aber ich hab doch selber gesehen. Das war ich. Sie gängen in den Garten zum Bieseln. Walle, magst du das nicht? Doch, doch. Nein, natürlich nicht. Ich muss. Ich darf nämlich nicht aufs Klo. Aber das ist doch ganz einfach. Sie gehen da rüber. Halt! Da ist doch eine Wand. Ja, da ist ja eine Wand. Jetzt weiß ich's wieder. Wir halten uns streng an die Vereinbarung. Auch wenn sie nicht da ist. Wenn du deine Frau meinst, die ist bei mir daheim. Und der Bastian Kanzler auch.
Ich glaube, die brüten aus, bis die letzten Tage zur Wahl noch positiv ausnützen können. Mhm. Ja, wir haben es nicht brauchen können. Wir haben es weitergeschickt, gell? Ich hab gemeint, meine Frau ist bei der deinigen zum Frühstück. Ja, aber das geht bei denen so nebenbei, weißt du? Ja. Bei mir auch. Ja, was ist los? Hm? Ja, was ist denn? Gibt's denn kein Kaffee? Ja, ich hab mir nicht, dass ich wenigstens bei dir das Kaffee krieg. Wenn ich schon bei mir daheim nichts krieg. Michi, kannst du einen Kaffee kochen? Aber einen starken Kaffee. Da wäre der Hammerkaffee angebracht. Hammerkaffee? Ja. Wie geht der? Man nimmt einen Pfund Wasser und macht's feucht. Ach, freilich. Ein Pfund Wasser und auch noch nass machen. Hab ich ein Pfund Wasser gesagt? Ja. Ich meine natürlich ein Pfund Kaffee. Also man nimmt ein Pfund Kaffee und macht's feucht. Ja, wo bleibt jetzt so der Hammer? Jetzt warten's doch einmal. Also nur mal. Man nimmt ein Pfund Kaffee und macht's feucht. Dann schmeißt man Hammer drauf. Und wenn er untergeht, dann nimmt man nur einen Pfund Kaffee. Den lass mir keinen Kaffee machen. Ich glaube, der möchte uns vergiften. Also, gibt's halt keinen Kaffee. Wo steht denn der Tag seit morgen? Mein Geschlechtsleben geht dir überhaupt nichts an, gell? Er ist gefallen. Bei mir fällt nichts, gell? Was ist, hast du vielleicht nicht was anderes anzubieten? Ich meine, außer vielleicht keinen Kaffee? Ja. Kein Geld? Ich hab einen Durst! Naja, ich bring euch was. Hey, die gehört am Bürgermeister! Der Vertrag darf nüchtern machen, bloß ein Semi nach der zweiten wird dem immer schlecht. So, oder? Oder, Zähler? Lasst es euch schmecken, gell? Oh, schrecklich! Jetzt weiß ich auch, warum kleine Kinder immer so schreien. Ich hab nichts anderes. Das wundert mich nicht. Bei so viel leeren Flaschen. Lass liegen. Ich hab lang nur gebraucht, so viele leere Flaschen zum Finden. Okay. Ich find bei mir daheim keine Fallen. Wieso legst du eigentlich leere Flaschen in deine Wohnung? Du, das ist mein Semi, was soll denn das? Du brauchst bloß eine zum Frühstück. Koch dir was. Koch dir was gescheit. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Hm? Gestern, zum ersten Mal in meinem Leben, hab ich mir was gekocht. Hm? Und dann hat's die Katze vom Braxenthaler gefressen. Was schreibst denn du da? Am Braxenthaler eine neue Katze besorgen. Sag das. Die lebt doch noch. Die ist kreuzfidel, ja. Der hat mir Essen ganz gut geschmeckt. Bloß ich hab halt nichts erwischt. Ah, drum hast du gestern an so einen Schmarrn verzählt. Bei der Kandidatenvorstellung? Ja, das meine ich. Du, das war vielleicht ein Scheiß, du. Also bitte. Aha. Ich möchte wissen, was du hast. Die Rede war doch ganz flüssig. Ja, überflüssig. Was? Überflüssig. Herrschaft, seid nochmal neu. Ich bin der Bürgermeister da, ja? Und da wird's dir wohl erlaubt sein, dass man mit einem Rückblick auf das hinweist, was man alles für die Stadt geleistet hat. Ja, nur leider hat bei deinem Rückblick der Ausblick gefehlt. Ja, dann hätte man auf die Aussichtsplattform rauf müssen, aber dazu waren wir zu viel leid. Ich meine doch die Zukunftsaussichten. Ein Blick in die Zukunft, mein da. Okay, ich bin doch kein Magier nicht. Ja, die Frau auch nicht, aber sie hat wenigstens Ideen. Okay, komm. Alles leere Versprechungen. Ein Bauhof privatisiert, macht doch der Stadtrat nicht mit. Warum denn nicht? In Zeiten der Kassen und immer größer werden der Schuldenberge, also, ja, da ist alles möglich. Glaubst du das? Das ist doch wirklich. Also, ich hab diesbezüglich vor 2 Jahren auch schon eine vage Andeutung gemacht. Ja, genau, eine vage Andeutung, ja. Aber deine Frau, die packt's wenigstens an. Hm. Und unsere Partei zieht mit. Was? Du auch? Ja, aber ich gehe. Mein Gott, du bist ein Verräter. Jetzt lass mir wenigstens einmal ausreden. Soll ich die Karten holen, dann können sie es ausspulen. Du holst dich da raus, gell? Was ich sagen will, ich gehe schon auch davon aus, dass du die Wahl gewinnst und dass du dann das Gleiche machst. Natürlich ist mir klar, dass die Stadt ein Geld braucht. Ja, dann unternimm was, dass du die Wahl gewinnst. Hm. Wer bloß rumsitzt und Trübsal blast, der gewinnt keine Wahl nicht. Nimm dir ein Beispiel an deiner Frau. Die unternimmt im Moment alles, dass sie gewinnt. Und wie es ausschaut, liegt sie jetzt schon klar vorn. Mei, was sagen schon die Umfragen, die der Kanzler in Auftrag geben hat? Na,
Der ist gut, gell? Und Kanzler warst du auch noch. Herrschaftszeiten, ich bin da der Bürgermeister. Und jeder weiß, was ich für die Stadt schon alles geleistet habe, ja? Außerdem habe ich auch schon Sparvorschläge eingebracht, ja? Ab sofort bringe ich mein eigenes Globerbier mit. Mhm. Und einige Köpfe werden eingespart und immer noch mit einem Hirn gedacht. Mit deinem Hirn, ganz klar, gell? Mhm. Aber das reicht nicht. Genau, das zeigt dir die Leute. Was soll denn das bringen? Die Leute kennen mich doch. Ja. Außerdem hat meine Frau vor ein paar Wochen zu mir gesagt, selbst wenn ich meine nackerten Hintern zum Fenster aushänge, dann grüßen mit Leid. Ich erkläre mich dazu bereit, es auszuprobieren. Mikl! Sie strecken Ihre... Mikl! Du bist entlassen. Nein, ich denk gar nicht dran. Na, ich entlasse dich erst, wenn ich wiedergewählt werde. Und wenn meine Frau gewinnt, dann gönne ich dich der Claudia. Oh, vielen Dank. Sehr liebenswürdig. Aber Florian, geh weiter. So weit wollen wir doch erst gar nicht kommen lassen, oder? Guten Morgen, die Herren. Ich habe Ihnen zwei Leberkäse mitgebracht, Herr Bürgermeister. Nein, das ist ganz nett von Ihnen, Frau Hofstetter. Aber sagen Sie, waren Sie vielleicht so nett und taten uns einen Kaffee kochen? Da oder im Rathaus? Da. Weil wir haben nämlich noch einiges zu besprechen. Es wäre aber besser, Sie taten das auf dem Rathaus machen. Sie haben Sie nämlich in letzter Zeit nicht so oft blicken lassen. Nein, ich will nicht, dass man mir vorwerfen könnte, ich hätte den Vorurteil gehabt, dass ich andauernd am Rathaus präsent wäre. Jetzt vielleicht den Schmarrn daher, glaubst du das so? Finde ich ja. Also, ich mache einmal einen Kaffee. Ja, und ich glaube, ich muss jetzt endlich einmal die Wahrheit sagen. Mach das! In dem Raum da drüben wird eh bloß gelogen. Nimm das gar nicht zur Kenntnis. Sie hat doch gerade gesagt. Die ist doch gar nicht da. Was ist? Ja, aber da steht's doch. Die schaut doch nur so aus. Hm? Stell dir vor, Claudia, wo der Osti und ich frisch verheiratet waren, da hab ich ihn jeden Morgen mit einem Kuss geweckt. Nach einem halben Jahr hat er sich einen Wecker gekauft. In den Wecker hättest du Bomben einbauen sollen. Oh, das war jetzt eindeutig eine Morddrohung. Aber wenn ich sie korrigieren darf. Hast du was gehört? Na, ich hab nichts gehört. Das war keine Morddrohung, das war nur eine belanglose Bemerkung von der Frau. Na, wart noch, wir sprechen uns noch, gell? Meine Mama macht das auch immer. Und dann fahrt's mit mir Schlitten, auch ohne Schnee. Aber jetzt habe ich was gehört. Es hat sich angehört wie eine männliche Stimme. Beate, ich verbiete dir, dass du unser Intimleben da ausplauderst. Oh, jetzt habe ich es noch viel deutlicher gehört. Es hat sich angehört, als wären zwei Lastwagen zusammengestoßen, die mit leeren Blechdosen beladen waren. Wisst ihr was? Geh mal in mein Büro. Ja. Weil da, wo zwei Lastwagen zusammenstoßen, da ist es mir zu laut. Beate, ich wollte dir ein Friedensangebot machen. Jetzt kommst du mit diesem saublöden Wecker daher. Du weißt genau, dass ich den bloß gekauft hab, weil der Kuss meistens zu spät gekommen ist. Wir haben doch andauernd verschlafen. Wenn dein Mann dir was sagen will, kommt er bestimmt darüber. Tja, da bin ich mir nicht so sicher. Er hat so seine Probleme, den richtigen Weg zu finden. Seid jetzt hörst du mir auf mit dem Blödsinn da. Dein Mann weiß doch, wo bei uns der Eingang ist, oder? Ja, freilich weiß er das. Aber ob er da findet? Das darfst du mit Hose nicht mehr sagen. Beate, ich möchte mit dir reden. Reden ist gut. Aber im Moment sind wir ziemlich unter Druck. Beate, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich möchte dir ein Friedensangebot machen. Hast du das gesagt? Ja, das habe ich gar nicht gehört. Beate, auf dem Weg daher, da haben doch mir gesagt, dass es so viele Kriege auf der Welt gibt, da müssen doch wir zwei, wo wir uns doch mengen, nicht auch noch Krieg führen. Ja, das hört sich jetzt ganz vernünftig an. Ich wollte den Krieg von Anfang an nicht. Ich vergesse die Sache sofort, wenn du magst, was ich gesagt habe. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Erstens, siehst du, ich soll das machen, was sie sagt. Was will ich denn schon von dir? Ich möchte, dass du mir im Haushalt ein paar Sachen abnimmst. Ja, ich bin auch am ganzen Tag am Arbeiten. Bin jetzt sogar noch politisch tätig. Aber hast du je einmal erlebt, dass ich einen Haushalt vernachlässigt habe? Immer war ein Essen auf dem Tisch. Ich hab heute in der Früh kein Frühstück gekriegt. Nein, das stimmt nicht, gell? Du hättest mit uns frühstücken können. Du wolltest ja nicht. Also dabei bin ich der Meinung, dass uns wir politisch gesehen recht gut verstehen. Ja. Aber wir verstehen uns erst wieder, wenn du dich änderst. Ich hab's einfach satt. Ich racke mich jeden Tag ab und du sitzt auf dem Sofa und bohrst in der Nase. Ich bohr nicht in der Nase. Nein,
nicht immer stimmt. Manchmal zeigst du mit dem Finger auf Stellen, die ich angeblich nicht sauber nur putzt hab. Ja, ändert mich ja. Ich ändert mich ja. Ich ändert mich ja. Ja, wird auch langsam Zeit. Gemeiner ist doch nicht viel besser. Ja, da brauchst du bloß einmal den Saustall da drüben anschauen. Sehen wir das? Jetzt schon. Schau dir das an. Ja. Lass deinen Mann 2 Wochen schmoren. Koch ihm nichts mehr zum Essen, räum nichts mehr auf und wasch seine Klamotten nimmer. Wer es senkt, dann schaut's bei dir genauso aus und er kommt angekrochen. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, das kann man wohl sagen. Na, meine Ex-Frau hat das mit mir auch schon gemacht. Nach 2 Wochen war ich dann so weit, dass ich einlenken wollte. Na ja, aber da war's schon spät. Sie hat einen anderen gehabt und wollte sie scheiden lassen. Aber na, wir möchten ja beuten, mein Faulpilz. Er soll mir nur ein paar Sachen im Haushalt abnehmen. Vor kurzem sage ich zu ihm, er soll ein Wäsch kochen. Hat der doch glatt im Kochbuch nachgeschaut. Ja, dann mach's, wie er das gesagt hat. Wer singt, ist glatt. Basti, wenn du noch mal heiraten darfst, dann mach ich alles anders. Naja, sind die 3 Jahre als Single. Da hab ich kochen, waschen und bügeln gelernt. Naja, und wenn Frauen Männerarbeiten verrichten, ja, dann können wir Männer uns doch auch an Sachen gewöhnen, die früher bloß die Frauen gemacht haben. Und dein Mann, Claudia, ja, der hat sich ja scheinbar schon damit abgefunden, dass er die Wahl verliert. Wie kommst du denn da drauf? Seine Kandidatenvorstellung gestern Abend. Also seine Rede, ja, die war ja vorsichtig ausgedrückt eine Katastrophe. Ja, das kann man wohl sagen. Ich frag mich bloß, was er damit bezwecken will. Ja, das frage ich mich auch. Das war doch Absicht gestern Abend. Ja, der hat ja keine Wahlrede gehalten, sondern nur aufgezeigt, was er in den letzten Jahren alles erreicht hat. Ja, und damit hat er sich sein politisches Grab geschaufelt. Nein. So einfach ist das nicht. Ich kenne ihn gut nur. Der führt irgendwas im Schilde. Aber was? Ja, aber umso wichtiger ist jetzt, dass wir noch eins draufsetzen. Hm? Also mit der Privatisierung vom Bauhof. Ja, da hast du Pluspunkte gesammelt. Ja. Dass dann der Burger und Partner im Gegenzug den Rohbau der Realschule zum Selbstkostenpreis hochzieht, ja, das hat dir gestern großen Beifall eingebracht. Wenn wir jetzt noch irgendwas hätten. Ja, also, ich hätte da schon noch was, aber das kann ich jetzt noch nicht an die Öffentlichkeit bringen. Es ist auch vorläufig erst einmal so eine Idee. Sonst fühlen sie doch die gleich übergangen. Und das wäre ein schlechter Start. Ja, aber an was hast du da gedacht? Erstens, das Kulturamt privatisieren. Mhm. Ja, großartig, Claudia. Ja, das könnte zur Belebung unseres Kulturlebens beitragen. Ja, und zweitens, die Festhalle verkaufen und dann anmieten. Ja, damit hätten wir auf einen Schlag 2 Millionen frei. Und die bisherigen Kosten für den Unterhalt, die werden als Jahresmitte zahlt. Ein Käufer hätte ich eventuell auch schon. Wen denn? Vielleicht Burger und Partner? So habe ich mir das gedacht. So stellen wir Politik vor. Na? Diplomatie ist Politik und nicht Sturheit. Claudia, ich war mir so sicher, dass du das richtig machst. Ja, eine Kommune, die muss wie ein Wirtschaftsbetrieb geführt werden und nicht verwaltet. Lasst euch nicht stören. Ich bin gar nicht da. Hat mein Mann dir gesagt, dass du aufräumen sollst? Nein, hat er nicht. Aber das kann man ja nicht mit anschauen. Jetzt lasst es, wie es ist. Der soll selber aufräumen. Ja, die Claudia hat recht. Ich hab's auch gelernt. So, hast du das? Ja. Inzwischen bin ich der perfekte Hausmann. Das hört sich gut an. Beate, komm mal mit. Ich muss dir was zeigen. Oh. Wissen die zwei was? Ein bisschen. Ich hab einmal was angedeutet. Das wäre mir im Moment gar nicht recht. Ja, aber wir können doch das Ganze nicht ewig geheim halten. Der Chef ist im Moment gar nicht gut, auf dich zu sprechen. Das legt sich schon wieder. Wer's sehen. Im Moment bin ich nur gerade am Überlegen, wie ich ihn mit einem letzten knalligen Werbegag vom Bürgermeisterstuhl hol und die Claudia draufsitz.
Wenn du mir versprichst, dass vor der Wahl nichts von uns an die Öffentlichkeit kommt, dann verrate ich dir einen einfachen Werbegag mit absolut sicherer Wirkung. Ich mach doch alles, was du sagst. Du sollst nicht alles machen, was ich sag, sondern bloß das, was vernünftig ist. Naja, aber du sagst doch bloß vernünftige Sachen. Ja, also, was ist? Leg einfach ein Werbeblatt oder ein Werbeprospekt zum amtlichen Mitteilungsblatt dazu. Das hat dann einen amtlichen Charakter. Ja, Susi! Ja, das ist die Idee! Also, du bist einfach die Größte! Für das hast du jetzt eine Belohnung verdient. Sag einmal, hat dir eigentlich irgendwann irgendjemand schon mal durch eine Wand geküsst? Bis jetzt noch nicht. Dann bin ich der Erste. Das fühlt sich richtig gut an. Das könnte ich stundenlang so machen. Ich glaub bloß nicht, dass wir stundenlang umgestört sind. Der BH! Ich hab nichts gemacht. Ich mein doch den da drüben. Also das kann jetzt wirklich nicht deine Größe sein. Nein, natürlich nicht. Aber das ist der von deiner Mutter. Hä? Bist du sicher, dass der deiner Mutter gehört? Ziemlich sicher. Sie hat nämlich bloß zwei und einer fehlt schon seit ein paar Wochen. Halt! Nicht durch die Wand. Außenrum. Ja, sonst sind doch unsere Küsse ungültig. Und wir müssen aber von vorn anfangen. Das Risiko gehe ich ein. Er ist. Die Größe haben nicht viele Frauen. Jetzt muss die Claudia her. Claudia! Claudia! Brauchst du Hilfe, hä? Der BH! Bastian, was hast du gemacht? Nicht der Bastian. Ich mein doch den da. Wo hast du den her? Ist das jetzt wichtig? Für mich schon. Der gehört nämlich meiner Mutter. Was? Bist du doch ganz sicher? Ja, ganz sicher. Bei der Größe. Und du kennst doch meine Mutter. Sie ist und bleibt die Alternative. Ein Büstenhalter zückt bloß an, wenn es unbedingt sein muss. Drum hat's auch bloß zwei. Und einer fehlt, seit ich die Wäsche vor ein paar Wochen aus der Wäscherei geholt hab. Mit dem Auto von Florian. Ja, mit dem Auto von deinem Mann. Er muss mal aus dem Korb gefahren sein. Siehst, ich hab doch gesagt, dass sich das klärt. Wenn dein Mann was mit einer anderen Frau gehabt hätte, dann wüsste ich das. In der Beziehung habe ich meinen Ossi fest im Griff. Ja, dein Ossi vielleicht, aber nicht an Florian. Mein Gott, nein, das ist jetzt peinlich. Jetzt habe ich ihn zu Unrecht verdächtigt. Sag bloß, du hast deinen Mann wegen dem BH im Auto verdächtigt? Ach, was hätte ich denn sonst denken sollen? Ein Kostverächter war der noch nie. Gott, ist mir das jetzt peinlich. Dann hab ich mit meiner Schusseligkeit anscheinend einen Ehekrach verursacht. Sag mal, Claudia, hast du dich wegen dem BH sogar dazu entschlossen, gegen deinen Mann zu kandidieren? Nein, nicht deswegen. Ich hab da schon öfter mal drüber nachgedacht. Aber ich muss zugeben, der Auslöser war der BH. Ich werd verrückt. Das wäre eine Schlagzeile. Geheimnisvoller BH entscheidet Bürgermeisterwahl. War was? Ja, ja, das ist klar, Rossi. Aber das wird schon noch anders. Ja, ja, bleib am Ball. Und? Dann schon alle Wahlbezirke ausgezählt? Nein, noch nicht. Aber es gibt schon erste Hochrechnungen. Und da liegt die Claudia mit 60% der Stimmen vorne. Was hinten rauskommt, ist das, was zählt. Da wird für die aber nicht viel übrig bleiben. Herr Bürgermeister! Siehst, jetzt kommt gleich die gute Nachricht. Da bin ich aber gespannt. Herr Bürgermeister, die Würfel sind gefallen. Wohin sind sie denn gefallen? Fast 70% Richtung Frau Bürgermeister. Und? Was habe ich gesagt? Wie viele Wahlbezirke sind denn schon ausgezählt? Drei. Aha. Die Kindergärten St. Anna, Pollux und der Meierberg. Stimmt's? Hat es die da schon gesagt? Ich hab gar nichts gesagt.
Und für Sie bin ich noch lange nicht die da. Ich heiße immer noch Stangelmeier. Das braucht mir niemand zu sagen, weil ich das selber weiß. Die drei Wahlbezirke sind nämlich Frauenhochburgen. Ja, habe ich bei der letzten Wahl auch bloß 30% gemacht. Ich brauche mir überhaupt keine Gedanken machen. Das sehe ich aber anders. Also, so wie es ausschaut, liege ich in Führung. Hast du da irgendwelche Zweifel gehabt? Ja. Claudia, du wirst Bürgermeisterin. Da möchte ich alles drauf hätten. Freust du schon? Also, ich weiß nicht. Das Einzige, was ich jetzt weiß, das ist, dass ich fürchterlich nervös bin. Wegen deinem Mann vielleicht, weil du ihn arbeitslos gemacht hast. Claudia, ja? Du liegst mit 58% in Führung. 4 Stimmbezirke sind schon auszählt. Aha, es geht zurück. Nichts geht zurück, es geht vorwärts. Claudia, du musst es positiv sehen. Das waren doch bis jetzt bloß Stadtbezirke. In die Teilorte, da hast doch du am meisten gepunktet. Also da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich darf mir doch nur mal eine Schnapspraline genehmigen. Halt, halt, halt! Da ist eine Wand. Wenn's nichts gesagt hätten, war ich durchgekommen. Wand mehr? Mein Gott! Merkst du dir das endlich, dass da eine Wand ist? Nicht, wenn ich eine Schnapspraline brauch. Du brauchst keine Schnapspraline. Du gehst... Ja, freilich brauche ich eine Schnapspraline. Ich hab heute Mittag nur ein Dosengulasch gegessen und das liegt mir nur ein bisschen schwer im Magen. Dosengerichte liegen nicht so schwer im Magen, wenn man vorm Essen die Dosen entfernt. Also das hätten sie mir früher sagen sollen. Ja, ich bin auch gerade dabei, dass ich's lerne. Claudia! Freu dich! Du liegst mit 58% in Führung. Herr Bürgermeister, ich habe endlich einmal eine positive Nachricht. Ihr Frau liegt nur noch mit 58% in Führung. Ja, das ist wirklich mal eine gute Nachricht. Florian, alles geht am Bach runter. Wasser geht am Bach runter und sonst nichts. Ich hab dir doch am Telefon vorhin schon gesagt, dass die Karten neu gemischt werden. Ja, du hast zwar gemeint, alles wird anders. Ja, du hast recht gehabt, es ist alles anders geworden. Also, was regst du dann so auf? Ja, es ist alles noch viel schlimmer geworden. Deine Frau liegt in 6 Wahlbezirken bereits mit 70% in Führung. Ihr habt überhaupt nichts gehört, ja? Haben wir was gehört? Na, wir haben nichts gehört. Hurra, du hast gewonnen. Ja, jetzt langsam, langsam, gell? Noch ist noch nichts gewonnen. Langsam, langsam. Noch ist noch nichts verloren. Hey, deine Ruhe möchte ich auch haben. Ja, sag du auch mal was. Noch ist Traunberg nicht verloren. Na, rauch doch du nicht. Wenn ich aufgeregt bin, muss ich rauchen. Also, Claudia, halt auf. Ja, da ist ja Wand. Ja, natürlich. Ja, das ja. Sieht man ja. Ja, freilich sieht man das, dass da Wand ist. Logisch. Das ist ja Wand. Entschuldige, ich muss einmal schnell. Claudia, oh, Entschuldigung. Darf ich überhaupt noch Claudia zu dir sagen oder muss ich schon Frau Bürgermeister sagen? He? Also, wenn ich wirklich gewählt worden bin, dann wärst du der Einzige sein, der mich duzen darf. Sonst keiner. Na, bravo. Ossi, du Verräter, du. Du laufst ja jetzt schon ins gegnerische Lager über. Claudia, ich verspreche dir, dass wir in Zukunft sehr gut zusammenarbeiten werden, wir zwei. Jetzt schau dir den an. Der kann sogar ein Gentleman sein. Der Gentleman, dass ich nicht lache. Schleimen tut der aber schon wieder. Feuer! Beate, Schatzi, gehst du mit mir heim? Jetzt doch nicht. Später, vielleicht. Sag mal, weißt du überhaupt, wie es bei uns ausschaut? Ja, freilich, was ich das. Seit ein paar Tagen schaut es bei uns aus wie im Schweinestall. Nein, das ganze Haus blitzt nur so voll Sauberkeit. Okay, das ist doch jetzt kein Witz, oder? Ja, wenn ich das sag. Darum möchte ich doch, dass du mit heimgehst und dass du dir alles anschaust. Okay, du hast wirklich aufgeräumt. Ja, es ist nicht so, wie du das normal magst, aber das lerne ich schon noch. Ich bin ausbaufähig. Pass auf, Bossi. Sobald wir wissen, wer von denen zwei die Wahl gewonnen hat, gehen wir sofort heim. Einverstanden? Einverstanden. Ja, dann geh ich jetzt ins Rathaus und schau mal, wie viel Stimmbezirke schon ausgezählt sind, gell? Ja, ich geh jetzt ins Rathaus. Ja, geh nur grad zu, du Pharisäer. Claudia, meine Chefin. Rein dienstlich. So ist das Leben.
Als Fraktionsvorsitzender einer Mehrheitspartei muss er sich halt neu orientieren. Noch haben die nicht gewonnen. Ich gehe jetzt jedenfalls auch ins Rathaus und schau, ob sich ihr Optimismus bestätigt. Ich drück jedenfalls die Daumen. Drück alle 10. Ich hab nur 2. Das wird nicht reichen. Du bist gar nicht da. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Mein Mann hat sich geändert. Der hat das ganze Haus aufgeräumt. Bastian, dein Rat hat Wunder gewirkt. Ich könnte dich küssen. Ich hab nichts dagegen. Was soll denn das? Frau Hofstetter, wir haben überhaupt nichts gesehen. Sie wissen doch, da ist eine Wand. Aber eine ganz durchsichtige Wand. Aber Susi, das ist doch bloß der Dank für einen guten Rat. Ach, heißt das jetzt so? Frau Hofstetter, wir reden nicht mit Menschen, die gar nicht da sind. Sie wollten mir doch bestimmt irgendwas Wichtiges sagen. Deswegen komme ich. Herr Bürgermeister, Sie haben enorm aufgeholt. Sie liegen jetzt bloß nur läppische 450 Stimmen hinter Ihrer Frau. Na, wer sagt's denn? Habe ich doch noch die besten Chancen, dass ich wiedergewählt werde. Und somit die große Ehre, euch zwei zu trauen. Sie wissen das mit uns? Also, man kann zwar sagen von mir, dass ich nicht immer der beste Bürgermeister bin, aber das kann mir keiner noch sagen, dass ich nicht weiß, wer mit wem was und warum gemacht hat. Ja, ich bin über alles informiert. So, dann wundert's mich aber, dass du nicht gewusst hast, dass der BH, den ich in deinem Auto gefunden hab, dass Susi ihrer Mutter gehört hat. Was? Was, das weißt du und sagst mir gar nichts davon? So, so. So, so. Oh, oh, jetzt ist er sauer. Ach, das hält nicht lang an. Ich kenne ihn gut nur. Ja, also wenn wir das gewusst hätten. Es war schon besser so. So hast ungestraft die Beate küssen können. Aber geh, Susi, du wirst doch jetzt nicht beleidigt sein wegen dem kleinen Busserl da. Er hat mir wirklich einen guten Rat. Aber ich bin doch gar nicht beleidigt. Ja, dann hätten wir doch alle einen guten Grund zum Feiern. Mir zwar, weil wir nichts mehr geheim halten müssen. Dein Mann hat sich radikal geändert. Und du, Claudia. Nein. Also vom Feiern möchte ich jetzt noch gar nichts hören. Wisst was? Ihr geht's jetzt rüber ins Rathaus und holt's mich telefonisch auf dem Laufenden, ja? Und ich versprich's euch, wenn ich wirklich gewählt worden bin, dann machen wir heute Abend noch einen Pressetermin, ein richtig großes Fest. Aber jetzt möchte ich ganz gern nur ein bisschen allein sein. Das verstehen wir schon, gell, Bastian? Komm, geh mal. Ich ruf dich an. Claudia, bist du wirklich ganz sicher, dass du nicht mehr brauchst? Ganz sicher. Jetzt gehst und schnappst du dein Ossi. Er soll dir zeigen, was er daheim alles geschafft hat. Ja, das mach ich. Ich konnte es kaum noch erwarten. Florian? Florian? Florian, können wir mal miteinander reden? Ist nicht schon alles gesagt? Noch nicht ganz. Ich hab mich bei dir noch nicht entschuldigt. Schon bin ich da. Das möchte man nicht entgehen lassen, dass du dich bei mir entschuldigst. Bisher hab mich immer ich bei dir entschuldigen müssen. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich dir das mit dem BH nicht gleich gesagt hab, wie ich es erfahren hab. Seit wann weißt du das? Seit ein paar Tagen. So spät erst. Ich hab mir gedacht, wie du den BH da hinten hingehängt hast, da muss die Frau Hofstetter den doch gleich sehen. Was? Dann hast du von Anfang an gewusst, wen der BH gehört? Ja. Gleich am nächsten Tag, wenn mir die Frau Hofstetter mein Auto zurückgebracht hat, hab ich den BH da drin gefunden. Ich wollte ihn ja gleich zurückgeben. Aber dann hab ich mir überlegt, dass ich ihn einfach liegen lasse. Ich wollte schauen, was draus wird. Sag einmal, spinnst du? Fast hätte ich mich scheiden lassen. Nein. Da hätte ich schon rechtzeitig die Bremse gezogen. Ja, und dann war ja der BH letztendlich der Auslöser dafür, dass ich gegen dich kandidiert hab. Das hab ich gehofft. Ja, was soll das vielleicht heißen, dass du gar nicht mehr Bürgermeister werden willst? Genau. Ich hab mich zu sehr verrennt und nicht mehr zurück können.
Und dann habe ich sehnlichst auf einen gescheiten Nachfolger gehofft, dem ich vertrauen kann, aber es ist halt keiner gekommen. Und der Burger Clemens, der war mit Sicherheit nicht der Rechte gewesen. An die habe ich von Anfang an gedacht. Was? Ja, du hast die Fähigkeiten, die man braucht. Du hast den Mut zu Einsparungen und Reformen. Und du hast mich im Hintergrund. Aber wir hätten ja nicht einfach sagen können, wir drehen die Sache um. Wir hätten doch die Leute nie mitgemacht. Also habe ich mir was überlegen müssen. Ich habe nicht gewusst, wie ich dir die Sache beibringen soll. Und ich war mir nicht sicher, ob du da überhaupt mitmachst. Tja, da ist mir dann der BH gerade recht gekommen. Ich hab ihn liegen lassen und geschaut, was passiert. Dann hast du das alles geplant? Nein, ich hab bloß ein bisschen nachgeholfen. Du hast doch schon immer gesagt, wenn ich Bürgermeister wäre. Ja, und wenn ich nicht mitgemacht hätte, wenn ich einfach ausgezogen wäre? Dann hätte die Sache ganz schnell wieder aufgeklärt. Jetzt hätte ich gute Lust, alles zum Hinschmeißen. Nein, mach das bloß nicht. Du bist die Richtige auf dem Posten. Und was wir zwei gemeinsam erarbeiten, das schreibe ich auf in einem Buch als Hilfe für andere. Ich hab schon angefangen damit. Ach, drum warst du in letzter Zeit so oft in dein Büro? Genau. Du weißt doch, wie sehr ich dieses Beamten- und Behördendeutsch immer gehasst habe. Ich schreibe ab sofort nur mehr noch Sachbücher. Ja, über den richtigen Umgang zwischen Bürgermeister und Stadtrat, wie man seine Schulden loswird und vor allem, wie man einen Brief in einem verständlichen Deutsch abfasst. Ja. Und wir zwei, wir werden Vorschläge ausarbeiten, auf welche Vorschriften und Gesetze man wirklich verzichten kann, weil es die Wirtschaft lähmen. Und du hast wirklich schon angefangen? Ja, natürlich. Ich habe schon Musterbriefe geschrieben und Erklärungen dazu verfasst. Ja, ja. Und einen Verlag habe ich auch schon. Also, da drüber reden wir noch, gell? Mhm. Ja? Was? Ja, ganz sicher. Ja, freilich freu ich mich. Ja, aber jetzt lasst mir nur ein bisschen Zeit, das zu verkraften. Guten Tag. Oh, unser Hofkapellmeister. Wo ist der Sonnenschein unserer Stadt? Da drüben strahlt er. Herr Koslowski? Bitte? Herr Koslowski, Sie haben doch gesagt, Sie wollen und Sie können nicht mehr. Bitte, was meinen Sie mit wollen und können nicht mehr? Naja, ich meine, Sie haben doch neulich Ihren wunderschönen Dirigentenstab zerbrochen und haben gesagt, es ist alles aus. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Gnädige Frau, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem überwältigenden Wahlsieg. Also, Herr Koslowski. Ich als Chorleiter und Dirigent unserer Chorgemeinschaft bin geradezu verzückt, eine so außergewöhnliche Sopranistin in unseren Reihen zu wissen. Ich darf Ihnen, halten Sie mal, ich darf Ihnen in Anerkennung für Ihre Verdienste die goldene Stimmgabel anheften und Ihnen den Titel Die Amsel vom Chiemsee verleihen. Vielen Dank. Dankeschön. Sie werden unseren Chor weit über die Grenzen hinaus berühmt machen. Ich werde im Vatikan vorstellig werden. Und ich denke, der Heilige Vater wird beglückt sein von unserer Chorgemeinschaft. Und wenn Sie in Ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin Ihr herrliches Solo aus Letzte Rose, wie magst du so einsam Balloon von Felix Mendelssohn Bartholdy oder noch besser, das herrliche Volkslied In die Berg, da bin ich so gern zum Besten geben könnten. Was würde den Heiligen Vater wohl mehr erfreuen als ein Gruß aus der Heimat? Also, Herr Koslowski. Wendelin, Frau Bürgermeister. Wendelin. Ach, Wendelin. Wendelin. Koslowski. Liebe Claudia. Ja. Ich darf mich jetzt verabschieden. was die Festhalle, den neuen Probenraum betrifft. Ja, das ja, die kostenlose Benutzung und einen kräftigen Zuschuss seitens der Stadt. Das dürfte jetzt ja kein Problem mehr sein. Ihr Vorgänger hatte ja für Kunst kein Verständnis, aber ja. Wir verstehen uns. Ich verstehe dich. Küss die Hand, Frau Bürgermeister. Auf Wiedersehen, Herr Wagner.
gehört, Sie sind nimmer Bürgermeister. Ich bin immer noch dein Bürgermeister und nicht dein Ex-Bürgermeister, ist das klar? Aber Sie haben die Wahl verloren, haushoch. Über 70% haben Ihre Frau gewählt. Siehst du, das hast du jetzt davon. Jetzt ist meine Frau dein Chef. Ach, war sie das nicht schon immer? Raus! Ja. Endlich einmal ein richtiger Bürgermeister und endlich einmal ein anderer Ton. Michael? Ja? Fahr schon mal einen Wagen vor. Aber das ist derselbe Ton wie vorher. Du vertragst keinen anderen Ton. Ist das klar? Ich vertrag keinen anderen Ton. Ah, recht. Dann brauche ich mich wenigstens nicht umgewöhnen. Gut schaust aus, Frau Bürgermeister. Du siehst mich nicht. Ach, das täuscht. Ich hab vor einer Weile ein Loch da durch die Wand durchbohrt. Was? Hm? Dann hast du mich ja die ganze Zeit beobachtet. Die ganze Zeit? Und ich muss sagen, gut schaust aus. Erfolg macht schön. Ja? Wirklich? Ja, wirklich. Ja, ich tat jetzt am allerliebsten diese schöne Frau in den Arm nehmen, aber tja, leider ist halt da eine Wand. Und sie konnten zueinander nicht kommen, denn die Wand war viel zu dick. Tja, was machen wir da jetzt? Weißt du was? Wenn du das gar nicht mehr aushältst, dann rennst einfach die Wand ein. Vorsicht, Claudia! Ich komme! Thank you.